Das Gleiche gilt auch heute noch. Manche Leute fragen, warum ist die Bibel auf diese Weise geschrieben worden? Warum hat der Herr nicht einfach alles, was er uns sagen wollte, in einer klaren und verständlichen Weise ausgedrückt? Die Wahrheit ist, mit unseren körperlichen Sinnen allein haben wir nicht die Fähigkeit, die geistlichen Wahrheiten zu verstehen, die Gott versucht uns mitzuteilen. Deshalb musste er sie in dieser Form verpacken. Der Heilige Geist wurde jedoch jedem von uns gegeben, um uns das Wort Gottes zu erklären. Viele Leute greifen die Bibel an, kritisieren sie und sagen, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Das geschieht, weil sie mit dem Verstand gelesen wird. Wenn du versuchst, die Dinge nur mit deinem natürlichen Verstand zu lesen, dann stimmt es, dass Gottes Wort schwer zu verstehen ist. Doch die Bibel wurde nicht für deinen Kopf geschrieben. Das heißt nun aber nicht, dass sie nicht logisch ist. Es bedeutet nicht, dass sie falsch oder unsinnig ist. Gottes Wort ist anders als das, was die natürlichen Dinge dieser Welt uns lehren. Es wurde nicht für unsere fleischlichen, natürlichen Sinne geschrieben. Der Herr schrieb Gottes Wort für unser Herz. Du kannst Gottes Wort mit deinem Herzen lesen. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, wirst du mit deinem natürlichen Verstand nicht alles verstehen, was du liest. Aber wenn du dann an eine Stelle kommst, die du nicht verstehst, kannst du anhalten und beten. Vater, ich verstehe das nicht. Was bedeutet es? Dann sinnst du über diese Schriftstelle nach, öffnest dein Herz, um auf Gott zu hören, und sagst in deinem Herzen, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, was dein Wort zu sagen hat. Und Gott wird anfangen, durch sein Wort zu dir zu sprechen.